Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario The Lost Levels. Jo, ich wollte ja eigentlich Uncharted zu Ende spielen, wie ich es auch versprochen hatte. Da gab es ja nur ein kleines Problem, dass Uncharted scheiße ist. Und dieses Problem hatte dann, oh, ich hasse dich, Lakito. Nein, bitte nicht, Lakito. Bitte nicht. Nein! Warum? Dieser Hurensohn auf der Wolke, Alter. Ich ficke deine Mama. Nein, warum Uncharted? Also, ich hab's relativ weit gebracht, hab relativ lange aufgenommen. Ich würde so sagen, schon über eine Stunde, ne? Der Fortschritt war dementsprechend niedrig. Und das Schöne an einem guten Fortschritt ist natürlich... Oh, das Trampolin, das ist der schöne Fortschritt. Ja, wenn man es nicht trifft, ist auch gut. Nein, das Problem war einfach, dass das Spiel mich so sehr abgefuckt hat, dass ich ausgerastet bin. Und da hatte ich halt dann auch keine Lust mehr, um ehrlich zu sein. Also wirklich gar keine Lust, ne? Also wenn ich keine Lust mehr habe, dann ist auch irgendwann ein Punkt erreicht. Ich hasse mein Leben, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, Videospiel, fuck mich mal nicht ab, ne? Hui, ich bin tot. Ich sollte das lassen mit dem Sprinten. Ich sollte aufhören, so rum zu experimentieren. Das bringt nichts. Sprinten. Nein, Stachy, geh weg. Geh weg, Bliett. Oh, apropos Bliett. Wir hatten neulich im CS-Match so harte Russen, Alter. Nein, warum denn? Ich hasse Trampoline, ich hasse sie. Ah. Ja, continue. Ja, so harte Russen, das war schon nicht mehr feierbar. Fuck off. Ich meine feierbar. Weil die ganze Zeit wirklich... Es gibt ja immer Klischees und es gibt immer Dinge, die sich bewahrheiten. Zum Beispiel gibt es ja das Klischee über Franzosen, dass sie nur Baguette und sowas fressen. Das ist zu 100% akkurat. Das kann ich euch so sagen. Es gibt nichts Akkurateres als die Aussage, Franzosen fressen nur Baguette, weil die fressen wirklich nur Baguette, ne? Also das ist jetzt kein Rassismus in irgendeiner Linie. Ich persönlich finde Baguette nämlich auch mega pornös und ich kann auch durchaus verstehen, warum man sich das den ganzen Tag reinpfeift. Ich würde nämlich jederzeit ein geiles französisches Baguette einem ekligen Toast vorziehen. Bitte! Nein! Warum? Was muss ich machen? Ah! Kotbällchen! Kotbällchen! Nein! Kotbällchen! Ich hasse mein Leben. Nein, also Baguette, die essen wirklich viel Baguette. Und genauso setzen... Na, warte kurz. Ah, ich mach's so. So ist immer sicherer. Safe Game Position, Slot 1, danke. Genauso sagen Russen immer Bliett. Oh Gott im Himmel, das wollte ich nicht. So. Oder? Ist F1? Ja, F1 war's. Voll vergessen. Oh. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat und wie viele Nerven es gekostet hat. So viel schlimme Sachen passieren auf der Welt. Aber das hier ist schon wirklich eine Stufe drüber. Also bei allem Respekt, ne? Die Entwickler dieses Spiels sind so schlimm. Solche Satan-Kinder. Alter Schwede, das ist echt nicht mehr legal. Ich glaube, die haben sich hiermit wirklich strafbar gemacht. Alter Schwalle. Ey, meine Güte, ey, das ist aber auch nicht mehr feierlich. Ich habe da wirklich 30 Minuten dran gesessen. Das könnt ihr mir glauben.
Danke! Lakitu, du Mistwesen! Ekeliges Mistwesen, darauf falle ich nicht nochmal rein! Oh. Leute, das war anstrengend. Das war wirklich ziemlich, ziemlich anstrengend. Oh, Level 4-1. Jesus Christus. Ich ficke alle Angehörigen. Deren Familie. Ja, Deutsch muss ich auch noch lernen. Oh nein, nicht schon wieder ein Trampolin! Damit waren wir doch gerade durch, mein Junge. Kenn ich das Level irgendwo her? Ich habe das Gefühl, das hat sich hier gerade replayed, ein kleines Stück. So, dass das schief gehen wird, weiß ich. Nein! Pilz! Armer Bruder, verpiss dich. Nein, ich bin tot in erster Linie. Ja, wow, das wollte ich nicht. Mann! Ja, gut, genau das habe ich versucht. Ich wollte da nicht rein. Mann, jetzt hör doch auf. Pilzi. Und sprinten. Nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Der Wallhack-Bruder. Ja. Gut gemacht. Luigi, ich bin sehr stolz auf dich. Okay, nein. Ey, ganz ehrlich, es gibt auch manchmal so Level, ne, da denkst du dir echt, ey, was habt ihr denn gekifft? Und für die brauchst du dann auch 20 Minuten und dann gibt's sowas, das schaffst du in 3 Minuten mit 4 Deaths oder sowas. Ey, meine Fresse, was habt ihr genommen, ey? Das ist doch nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Oh. Da sagst du auch nicht mehr Hut ab fürs Entwickeln, da sagst du Kopf ab fürs Entwickeln, Alter. Oh, meine Fresse. Und jetzt auch noch diese Plattform. Ich könnte schon wieder kotzen. Oh, ich liebe Blind Jumps. Habe ich das schon mal gesagt? Jesus. Safe State. Wer einer meckert in den Kommentaren drin. Safe State ist voll low. Ich hab das doch in einem Durchlauf. Schaff du das in einem Durchlauf? Gott. Wie? Soll ich da drauf und dann da hoch? Ja, ihr seid witzig. Davon kann ich leider nur getroffen werden. Ja, moin. Hallo. Da bin ich zwar vorne drauf, aber jo. So, da bin ich jetzt mal fair, sage ich save and continue. Mach ich nochmal von vorne das Ganze. Blind Jump! Yay! Ba-ba-ba-ba-ba, ich liebe es. Nein, oh. Yeah!
nicht gut für meine Psyche. Ich krieg von sowas Kopfschmerzen. Und Castle! Ja, Castle, das hatten wir heute noch nicht. Da hab ich Bock drauf jetzt. Da hab ich richtig Bock drauf. Ja, da hab ich richtig Bock drauf jetzt. Pass auf. Castle, Alter. Ja, Pilz ist weg, ne? Ja, Pilz ist weg. Ja, oh, okay. Pilz ist weg. Ja, Pilz ist weg. Akzeptieren wir. Ne? Holen wir erst gar nicht. Oder? Ja? Ja, Feuer zu schnell. Gut zu wissen, Feuer zu schnell. Ja. Weißt du, ich glaube, ich lasse das mit dem Pilzen. Ich bin ja schon durch vieles gestorben und bin schon an vielen gescheitert, aber an einem Hunger habe ich tatsächlich noch nie mein Leben gelassen. Heideröslein. Deswegen liebe ich Luigi, weil er so überhaupt nicht schlittert und stehen bleibt, wenn man stehen bleiben will. So, Castle nochmal von vorne. Wisst ihr, das ist dann aber auch so eine dieser Punkte, da muss man dann auch wirklich Pech haben noch dazu. So, was ich über Uncharted dann gar nicht mehr erzählt habe, weil mich dieses Level irgendwie kontinuierlich umgebracht hat. Ich habe Uncharted wirklich eine Stunde gespielt und bin so oft gestorben, dass ich einfach irgendwann mein Headset weggeworfen habe und mir gesagt habe, nein, danke, aber leck mich am Arsch. Fick dich und leck mich. Ja, moin! Ja, moin! Oh, ich hab's sogar gemanagt, Alter. Wie? Oh mein Gott, hätte ich es nicht geschafft, ja? Dann wäre ich jetzt eskaliert hier. Oh Gott, Skill. Nein! Kein... Ich hasse dich. Oh mein Gott. Alle 2 Sekunden wird hier gesaved. Weil das kann's nicht angehen. Ha. So, was ich noch so grob über Uncharted, ups, zu sagen habe, ist natürlich, dass es noch zu Ende gespielt wird. Ich habe mich halt nur wirklich an dem Tag mega aufgeregt. Hatte auch sowieso schon einen beschissenen Tag. Dann vergisst man sowas nicht, sondern ist dann einfach nur noch extremer angepisst, wie auch immer ich das gerade überlebt habe. Und der dritte tötet mich dann natürlich. Das freut einen immer sehr. Aber ja, das wird auf jeden Fall weitergespielt. Auch wenn... Warum drücke ich nicht einfach F1? Amateurhaft. Nein. Nicht gut. So. Hier stehe ich sicher. Dachte ich. Ah, das war klar. Wisst ihr, ich glaube, ich tue den Death Counter jetzt auch mal raus. Wir haben alle akzeptiert, dass ich sehr oft sterbe. Und das resultiert leider wirklich in zu hoher Schneidarbeit für mich. Weil ich muss halt wirklich alle paar Sekunden dann diese Scheiße setzen von wegen. Naja, das war so klar, dass es wieder passiert. Ich drücke zwar beides gleichzeitig, aber nö. Ja, der Bowser hat schon wieder seine 5 Minuten. Das ist zum Kotzen.
Willst du mich flachsen, Alter? Fick dich, du Hurensohn! Ich hasse dich, bitte stirb am AIDS! Our Princess is in another castle. Yeah, jetzt habe ich 4 nutzlose Hurensöhne gerettet. Danke schön. Ich wusste schon gar nicht mehr, wohin mit diesen ganzen nutzlosen Hurensöhnen. Oh Mensch, aber das war wirklich anstrengend und nicht angenehm zu spielen, das Ganze mit Uncharted, ne? Das war wirklich nicht einfach, denn ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich aggressiv man bei so einem Kackspiel werden kann. So, moin, schreibt der liebe Kinatik. Nehmen wir noch auf 6 Minuten. So. Ja, das Problem war halt wirklich, dass es sehr, sehr belastend war. Also, es war auch in keinster Weise irgendwie angenehm zu spielen oder so. Von wegen, ja, man fehlt halt ein paar Mal, sondern ich bin wirklich an den unnötigsten Stellen zu oft gestorben. Zudem macht das Spiel erhöht keinen Sinn. Also, ihr werdet es ja sehen, die Folgen kommen ja alle. Bis auf die letzte, die ist nämlich nur 5 Minuten lang geworden, weil ich da die Nerven verloren habe. Bap, 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 bap! Ja, also, ihr seht es ja, was dann da passiert, und das macht wirklich erhöht gar keinen Sinn. Kurz einmal noch saven, bevor wieder Katastrophen passieren. Okay, ungefähr sowas, einfach so. Random Wind out of nowhere. Der einem trotzdem nichts bringt. Na. Dieser Wind ist nicht sonderlich hilfreich, aber sonderlich irritierend. In erster Linie. Und sonderlich überflüssig zudem. So, kurz einmal konzentrieren wieder. Jump, jump, jump. Vor dem Trump. Dieses Level, das ist dann auch wieder so ein Level, was wieder ellenlang ist, ey. Das ist unglaublich. Ja, Münzen für einen One-Up. Haha. Yo. Vor allem immer, wenn man dann denkt, hier kommt das Ziel, ne? Hä? Schon wieder so random unsichtbare Blöcke platzieren, Alter. Ah. Ich sprinte nicht, das wird mir zum Verhängnis. So. Das ist dann fest gedrückt. Und Ziel, Jesus Christus, ey, aber heute ist auch eine Folge, die mich wieder so nervlich zerreißt. Boah, ich muss gleich in Destiny wieder ein paar Leute über den Haufen schießen, das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Ich finde es immer so witzig, wie alle so denken, so, oh nein, Ballerspiele machen aggressiv. Junge, das baut Aggressionen ab. Aber richtig, solche Spiele machen aggressiv. Verbietet mal Super Mario The Lost Levels. Das wäre mal so ein guter Anfang. Okay, was ich mir dabei jetzt gedacht habe, weiß ich auch nicht, aber da war ich irgendwie ein bisschen unter Panik. Ah, save and continue. Ah, wisst ihr was, Leute? Ich kann es auch heute nicht mehr. Ey, das ist unglaublich. Ich bin auch wieder fertig für heute, ne? Ey. Boah. Ey, meine Fresse. Ich krieg's nicht zusammen. Mit Nerven, hier diese ganze Kacke aufzunehmen. Aber ja, ich würde mich dann auf jeden Fall fürs Zusehen bedanken. Bewerten nicht vergessen,
Ich weiß. Das ist auch immer witzig. Viele, die sich das Video angucken, das in Ordnung finden oder halt witzig finden, wie ich mich aufrege, dann trotzdem kein Like geben, Alter. Das sei der richtige Schlingel, Alter. Bitte versucht nachzudenken. Und damit, vielen Dank fürs Zusehen. Haut raus. Ciao.